Hallo und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier unser Startup vorzustellen. Mein Name ist Dominik Dattner. Ich bin einer der Co-Founder von Coupenia. Coupenia, wir sind ja hier im Innovationsslot, ist eines der wenigen, glaube ich, in Europa momentan ansässigen B2B Enterprise Startups. Wir sind ansässig in Amsterdam. Als drei deutsche Senior Consultants haben wir uns im Februar entschieden, die Consulting-Karriere zu beenden und zu versuchen, einfach ein Software-Startup aufzubauen und sind dazu, nachdem wir uns beworben haben, in ein Amsterdamer Startup-Acceleratoren-Programm genommen worden. Das nennt sich Rockstart. In Europa sind Acceleratoren noch sehr unbekannt, kommen gerade erst so ein bisschen auf. In Amerika sind sie schon wesentlich bekannter. Gerade Y Combinator mit Dropbox und wie sie alle heißen, sind da schon wesentlich stärker. Einer der Gründe, warum wir also in Amsterdam sind und warum wir jetzt eben versuchen, von Amsterdam heraus Europa und eben in Amerika auch unser Geschäftsmodell aufzubauen. Was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist ein Ansatz, Prozess-Analytics zu betreiben. Wir haben ja heute schon vom Volker Stiel von der SAP mitbekommen, warum Prozess-Analytics wichtig ist, warum das fürs Business wichtig ist. Vielen Dank dafür, dann brauche ich da weniger Zeit drauf zu verschwenden und wir können auch gleich in die Software nachher einsteigen. Was wir gemerkt haben in vielen Projekten, wir waren als Prozessanalysten, als Prozessautomatisierer viel unterwegs, war im Bereich Controlling und Management, dass es häufig sehr wenig oder sehr, sehr häufig vier Dinge gibt, die von Business-Seite aus gewünscht werden und die man sich wünscht im Bereich BPM, Prozessmanagement. Das ist zum einen das Controlling, ich möchte meine Prozesse sehen und managen können. Das ist zum zweiten das Optimieren natürlich, dieses Schlagwort des Continuous Process Improvement. Ich möchte natürlich stets compliant sein mit meinen Prozessen, vor allem wenn Sie sich an Domänen im Bereich Healthcare oder auch Forschungsbereiche, wo einfach auch starke Regulatoren sind. Und ich möchte governen können, Leadership. Ich möchte über meine Prozesse herrschen. Ich möchte letzten Endes wissen, wie ich diese IT-Landschaft, diese Business-Landschaft strukturieren und führen kann. Idealerweise, haben wir heute schon mehrfach gesehen, sieht das dann irgendwie so aus, dass wir eine Workflow-Engine haben. Hoffentlich haben wir dann eine wie BPM Camunda, die sehr offen ist, mit der wir super schön unsere Systeme zusammensetzen können. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so, hatten wir vorhin schon mal gesehen, die SOA 2.0. Wir versuchen jetzt irgendwie alles miteinander zu verwurschten und dann haben wir eine Business-Prozess-Automatisierung. Das ist super toll, wenn das da ist. Und dann haben wir irgendwie Mensch und Maschine zusammen verknüpft, setzen dann darüber noch ein Analytics-Produkt drauf und bekommen unsere Reports end-to-end, managen unsere Prozesse und analysieren und messen sie. Was wir sehen oder was wir häufig gesehen haben, auch als Prozessautomatisierer, war dann eben, dass es sowas überhaupt nicht gibt natürlich. Häufig ist diese Systemlandschaft hochgradig heterogen, wahnsinnig viele Vendoren, die dabei sind, durch irgendwelche politischen Entscheidungen, durch Prozesse, die irgendwann im Unternehmen getroffen worden sind, sind diese Systeme im Einsatz und können eben heute auch nicht auf einen Hauruck einmal kurz rübergenommen werden. Und selbst wenn ich meine Landschaft konsolidieren möchte, muss ich das häufig in vielen kleinen Schritten tun. Und diese ganzen Dinge zu verknüpfen, ebenfalls auch häufig noch nicht mit einer BPM-Engine versehen, diesen sogenannten Service-Bus im Business-Bereich kenne ich noch überhaupt nicht. Und in der Konsequenz, gerade im Analytics-Bereich, 99% ende ich dann eben mit meinen Reports. Und das wiederum 99% sind dann irgendwelche Excel-Sheets, die ich habe, die ich versuche irgendwie miteinander zu kombinieren aus den verschiedensten Systemen, um mir nachher ein einheitliches Bild davon zu machen, was eigentlich funktioniert. Völlig vergessen dabei ist Real-Time-Monitoring, das ist noch ganz, ganz weit fern. Und wenn wir im Bereich Simulation, Continuous Process Improvement sind, da sind wir noch überhaupt nicht. Führt dazu, dass wir heute häufig eben, wenn wir von Analytics sprechen, stark customized Projekte haben, also stark benutzerzugeschnittene Projekte haben, mit einem monolithischen Ansatz, die sich auf einzelne Prozesse direkt aufgebaut haben, Reporting, Analytics häufig dann eben über Data Warehousing und irgendwelche Reports gelöst werden, die sehr, sehr viel schwerer zu verändern sind, bei denen es häufig sehr, sehr lange dauert, bis man sie hat, wo man natürlich auf Experten zurückgreifen muss, Consultants, je nachdem, wie man sich es leisten kann, diese dann eben auch länger beschäftigen muss, man dann häufig an diese langen Projekte rankommt und zum Schluss dann eben eine Menge Code hat, die man dann eben in irgendeiner Form wieder da einbinden muss, wenn man denn dann die Prozesse ändert oder wenn man die Prozesse anpassen muss, was bei Geschäftsprozessen natürlich häufig der Fall sein sollte und sich dann eben der Analytics-Weg auch anpassen sollte. Ich kann Ihnen sagen, das funktioniert ziemlich gut, ist ein ziemliches
gutes Geschäft. Ich habe das lange Zeit betrieben und als Consultants kann man davon super gut verdienen. Aber wenn Sie versuchen, ein Softwareprodukt herzustellen und wenn Sie versuchen, als Startup reinzukommen und wenn Sie versuchen, in den Venture-Kapital-getriebenen Markt zu gehen, so wie wir das probieren, dann müssen Sie irgendwas Skalierbares anbieten. Und skalierbar heißt, wenn Sie da ankommen mit Consulting, dann rennen die Ihnen weg. Da fragen die noch nicht mal, was Ihr Geschäftsmodell ist. Also war die Idee von uns, dass wir versuchen, in irgendeiner Phase versuchen, etwas Skalierbares zu bauen. Etwas, was out of the box funktioniert, Standard sein kann. Die Idee dazu ist, dass wir ein skalierbares Produkt haben, dass wir etwas haben, was leicht zu adaptieren ist, was sich der Geschäftsprozess vielleicht anpassen kann, eben den aktuellen Prozess auch messen kann und nichtsdestotrotz immer noch in irgendeiner Form erschwinglich ist. Denn was wir auch sehen, ist natürlich, viele Leute sind nicht bereit, Unsummen dafür zu spenden, dass sie erstmal Analytics haben. Also muss man in irgendeiner Weise schauen, was kann man im Gegenwert dafür anbieten. Was wir anbieten von Coupenia ist, dass wir versuchen, die Kernfragen des Geschäftsbusiness an zu beantworten und als Analytics-Lösung auch stark wieder weniger auf die IT zu fokussieren, sondern sehr viel stärker in den Richtungsbereich Business zu fokussieren. Das heißt, unser Zielansprechpartner ist das Management. Wir versuchen, dem Management anzubieten, was es benötigt, was unserer Meinung nach sehr, sehr stark ist, der Bereich Reporting. Das heißt, dass wir in dem Bereich Bereich Real-Time-Monitoring, dass wir in dem Bereich sind, wo wir gemeinsam miteinander interagieren können und dass wir in der Lage sind, den vollen Prozessinhalt zu sehen, dieser sogenannte End-to-End-Prozess, wurde heute, glaube ich, heute auch schon häufiger angesprochen. Und als letztes, dass ich in der Lage bin, Prozesse zu simulieren, dass ich Prozesse in der Lage bin, Schwachstellen zu identifizieren, um dann möglichst auf aktuellen Daten basierend Entscheidungen treffen zu können, in irgendeiner Weise meine Prozesslandschaft zu verbessern. Damit wir da hinkommen, brauchten wir irgendwas Skalierbares. Und die Idee ist hier, dass Coupenia spätestens im nächsten Jahr, wenn das Produkt fertig reif auf dem Markt ist, wir sind derzeit im Early-Stage-Bereich, das heißt also, wir sind jetzt gerade dabei, mit ersten Kunden Pilotprojekte zu starten, sehr große Kunden, und versuchen das Produkt zu refine, das heißt, dass wir einfach an den Marktstart rankommen, wollen wir einen Marktplatz eröffnen. Marktplätze gibt es heute wie Sand am Meer. Die Idee, die bei uns einfach ist, ist, dass wir es schaffen, Analytics, Geschäftsanwendungen als prepackaged Applications beizubringen. Das heißt, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen in der Lage sind, sich bei uns auf dem Marktplatz anzuschauen, wie denn Standardprozesse heute aussehen, BPMN-basiert oder Visio-basiert oder wie auch immer. Und vor allem, wie diese KPIs, wie diese Analytics-KPIs darauf denn definiert wurden. Was wird denn typischerweise gemessen? Haben wir heute schon gesehen, Zeit, Kosten, Qualität, sicherlich eine gute Sache. Das ist auch der Standard. Aber häufig sind das eben dann auch Dinge, die gemessen werden, die hier sehr, sehr hochgradig auf das einzelne Szenario zugeschnitten sind. Wo man also dann schauen muss, welchen KPI möchte ich denn gerne erheben. Die Idee, die wir dabei haben, ist, dass wir zeigen wollen, dass das funktioniert. Als cloud-basierendes Unternehmen arbeiten wollen, wollen wir jetzt gleich mit Ihnen gemeinsam in die Software reinschauen. Das Ganze soll ein bisschen interaktiv gestalten. Das heißt, wir wollen auch gleich Ihre Mithilfe haben. Wir wollen Ihnen zeigen, dass Sie Prozesse starten können, dass wir die hoffentlich dann auch in Real-Time zeigen können. Ich kann wenigstens immer die Ausrede bringen, dass wir ein Startup sind. Also insofern, wenn Sie einen Bug finden, dann gehört er uns und freue mich, wenn Sie den reporten. Die Idee, die wir also haben, ist, wir sind ein cloud-basierendes Unternehmen. Das heißt, es ist Software as a Service. Wir zeigen Ihnen jetzt, kannst du einmal auf die Software? Wir zeigen Ihnen jetzt einmal, wie die Software aussieht. Ich werde Ihnen kurz einmal zeigen, wie wir diese einzelnen Bereiche adressieren, wie das also bei uns bildlich aussieht und würde dann bitten, dass Sie mit uns gemeinsam Prozesse starten. Das, was wir hier sehen, ist unser Marktplatz. Das heißt, wir haben jetzt hier also so ein Szenario aufliegen. Wir teilen die Szenarien in Domänen auf, aus allen möglichen Domänen heraus. Und wie sich das gehört, für einen schönen Showcase haben wir da mal was vorbereitet. Da haben wir unser Customer Service Example. Das ist das, mit dem wir häufig arbeiten. Was Sie hier sehen ist, wenn Sie das auschecken, Sie bekommen die Standardprozessabbildungen schon vorgegeben. Das ist also ein standardisierter Ticket- oder Service-Ticket-Verwaltungsprozess. Jetzt kann ich den also auschecken. Ich kann sagen, da möchte ich mal drin arbeiten. Ich sehe, welche KPIs definiert sind. Und was wir jetzt anzeigen hier an der Stelle ist, das Schaubild. Das heißt, das einzelne Prozessschaubild.
Dabei ist uns die Notationssprache erstmal ziemlich egal. Wir selbst setzen sehr, sehr stark auf die BPMN und hoffen auch, dass das viel stärker wird. Wir wissen, dass unglaublich viele EPK und Visio-Diagramme auf dem Markt sind. Deswegen sind sie in der Lage, über AdWorkflow auch jederzeit irgendwelche anderen Modellierungselemente hinzuzunehmen, die miteinander zu verknüpfen. Was wichtig dabei ist, ist, dass wir hier eine Darstellung, eine bildliche Darstellung sehen mit einer grafischen Notationssprache, wie so ein KPI definiert wird. Sie sehen oben die Tabs, Time, Cost und Quality. Sie können sich jederzeit noch weitere KPIs hinzufügen. Das Ganze soll grafisch funktionieren. Warum? Weil wir in der Lage sein wollen, dass Business Analysten gemeinsam mit Managern definieren, was sie denn eigentlich ganz gerne da drin messen möchten. Und es soll transparent sein. Es soll transparent sein, verständlich sein und bis auf den Grund. Und wenn man das jetzt mal sieht, wenn man unten in den Subprozess reingeht, der sich hier drunter verbirgt, wir haben schon gesehen, da werden die KPIs nach oben gemappt, dann haben wir jetzt also das nächste Workflow-Modell, das da drunter steckt und sehen jetzt, dass zum Beispiel ein KPI, das ist in dem Fall hier jetzt eine Cycle-Time, gemessen wird, indem man also dann irgendeinen Zeitstempel nimmt, den nach links setzt, einen Zeitstempel nach rechts, den dann verbindet mit dem Prozessmodell, als eine Duration zusammenfasst und dann oben auf einen KPI misst. Das heißt, der KPI wird jetzt bei uns, glaube ich, Solution Time genannt. Die Auflösung ist hier ein bisschen schwach, deswegen sieht man sehr schlecht. Ein Target Value dazusetzen, einen Filter dazusetzen und dann soll das Ganze eigentlich schon funktionieren. Was funktioniert dann genau? Coupenia selbst stellt Adapter zur Verfügung, Konnektoren, die wir zunächst selbst bauen für unsere Systeme, die wir kennen. Das Ziel ist es später, über diesen Marktplatz die Möglichkeit zu schaffen, für Berater, für Leute, die eben Experten sind in ihrem Umfeld, uns mit Konnektoren zu unterstützen, die selbst zu verkaufen. Das sind eigene Leute, die ihr Wissen bereitstellen. Und nur so können wir gewährleisten, dass wir natürlich dann auch später für die meisten Systeme wirklich Adapter zur Verfügung stellen können. Wir selbst sind derzeit dann im Entwickeln von SAP und Oracle und IBM Adaptern. Da haben wir schon einige funktionsfähig, sind selbst ja auch schon im Betrieb. Und hoffen einfach, dass wir die Palette an Konnektoren hinsetzen können. Das Ziel ist es, dass wir uns direkt in die Prozesse einklinken, an diesen Stellen, an denen die Events ausgelöst werden und direkt abgreifen. Das heißt, auch wir umschiffen das Data Warehouse, was uns unglaublich viel Zeit kosten würde und was es uns nicht ermöglicht, die Ergebnisse nachher in Realtime zu messen. Des Weiteren schaffen wir es auch nur so, die Datenmenge nach unten zu drücken. Das heißt, wir schaffen es wirklich, die Events hochzulassen, die wir benötigen, mit den Informationen, die wir benötigen, um dann nachher den dazugehörigen KPI auch wirklich anstellen zu können. In dem Fall haben wir das Ganze jetzt mit einem Random-Szenario draufgebaut. Ich zeige Ihnen nachher gleich auch noch das, was wir gemeinsam machen werden. Wenn wir jetzt also auf den Monitor gehen, wir haben jetzt hier gesehen, dass es Random-Data ist, die wir selbst befüllen mit den KPIs, dann sehen Sie jetzt plötzlich ein Dashboard, das ist ein Real-Time-Dashboard, wo Sie Events empfangen und wo Sie sofort sehen, anhand Ihrer definierten KPIs, Ihrer Grenzwerte, Ihren Erwartungshaltungen, sehen Sie derzeit, wie die einzelnen Prozesse definieren. Wenn wir uns jetzt mal den Time-KPI anschauen, dann sehen wir dann auf der rechten Seite die dazugehörigen Requests, die im Moment aktiv sind oder gerade eben noch in dem Filter sind, indem ich sage, alle 24 Stunden möchte ich, das ist das aktuelle Bild, das ich haben möchte. Dann sehe ich also, welche Requests sind. Ich sehe predictive, also vorhersagend, welche Prozesse anhand meiner Laufzeit auf Schwierigkeiten laufen werden, gemessen anhand dessen, was wir annehmen. Und wenn ich jetzt anfange, mal so einen Prozess anzuklicken, dann sehe ich sofort, wo dieser Prozess derzeit steht. Ja, jetzt haben wir das Problem mit den Bildchen und der Auflösung. Das heißt, was ich bekomme, ist ein Workflow-Modell, wo ich aktuell sehe, wo denn mein Prozess steht und aufgebrochen auf die einzelnen Tasks, wie viel Zeit in dem Fall er denn an den einzelnen Tasks verwendet hat. Normalerweise müssen Sie sich das Bild jetzt ein bisschen kleiner vorstellen. Also haben wir schon den ersten Bug gefunden. Können Sie aber auch jederzeit selbst ausprobieren. Wir haben auf der Homepage einen direkten Zugang. Loggen Sie sich einfach ein, probieren Sie die Software selbst aus, spielen Sie damit rum. Gehen wir mal bei uns in den... Und gehen wir mal auf die Reporting-Schiene. Da wir die Prozesse in Echtzeit messen und die Events auffangen, können wir im zweiten Fall Reports darstellen, das heißt KPI-getriebene Reports. Die KPIs, die Sie hier unten sehen, sind die KPIs, die Sie modelliert haben. Sie können sich jederzeit so ein bisschen Windows 8-mäßig einen Teil hinzufügen. Das heißt, Sie können sich so ein KPI mit Plus hinzupacken. Dann fragt Sie der KPI gewisse Dinge ab, welche Art von Darstellung Sie denn haben wollen, ob das ein Barchart oder was auch immer das sein möchte. Und dann bauen Sie sich diesen KPI hinzu und rejustieren sich Ihr eigenes Cockpit, so wie Sie sich das denn brauchen. Die Idee ist, dass das per Manager mit einem Zero-Coding-Ansatz funktionieren kann. So ist es im Moment auch da. Das heißt, da brauchen Sie weder einen IT-Experten, der Ihnen hilft oder sonst irgendwas, sondern das können Sie für sich selbst adaptieren und auch Ihre Grenzwerte jederzeit anpassen. Und wenn Sie dann so eine KPI-Timeline sehen, dann sehen Sie, dass Sie jetzt verschiedene Thresholds haben, wo wir auch immer wieder die Thresholds, also das heißt, unsere gemessenen Grenzwerte überschreiten. Und wenn wir da jetzt einfach mal einen Bereich selektieren,
dann haben wir den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir prozessgetrieben sind, nun wieder das Prozessschaubilddiagramm unten drunter anzeigen können und ihn anzeigen können, anhand ihrer gemessenen KPIs, wo wir dann immer wieder Probleme feststellen. Das heißt, an dieser Stelle hätten wir jetzt also einen Second-Level-Support, der aus zwei unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Erstens mal, Ihre Erwartungshaltung ist einfach völlig verfehlt. Das kann nie funktionieren. Oder zweitens, Sie haben da definitiv ein Problem. Das heißt, hier ist definitiv klar, sobald Prozesse diesen zweiten Pfad beschreiten, haben wir immer wieder Schwierigkeiten, die von Ihnen eingehaltenen Grenzwerte festzusetzen. Das Ganze ist mit Random Data. Das kann ich Ihnen versichern, das funktioniert natürlich super. Wir wollen Ihnen aber heute auch zeigen, dass das gemeinsam funktioniert mit richtigen Datenwerten. Um ehrlich zu sein, haben wir uns das ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben nämlich einfach mal angenommen, der Showcase ist die BPM Camunda Engine mit ihrem Beispielszenario. Gehen wir also bei uns mal nochmal auf die Camunda Test Engine drauf. Da haben wir den Standardprozess der Camunda genommen. Das heißt, den haben wir jetzt auch schon eingebettet, haben ein KPI definiert. Kannst du einmal aufmachen. Wir haben jetzt auch schon mal ein KPI definiert, das heißt, wir haben jetzt mal eine Cycle Time funktioniert, das heißt, wir messen am Anfang, wir messen an den beiden Enden, um die nachher zu bekommen, mappen das Ganze auf ein KPI und haben ihm ein Threshold zugefügt. Jetzt haben wir in einem zweiten Schritt, jetzt können wir mal auf den Monitor gehen, wenn wir das jetzt derzeit sehen, derzeit ist der Monitor so, dass wir zwei Requests, glaube ich, gestartet haben. Das heißt, wir sehen jetzt im Moment, welche Requests hier derzeit funktionieren. Und wenn Sie jetzt auf Ihre Homepage gehen unter... Dankeschön, camunda-bpm.copenia.com mit jedem Device, das Sie hier in der Lage sind, dann sollten Sie sofort im Internet sein. Ich habe gehört, Sie müssen sich jetzt weder mit User noch Passwort einloggen und können einfach, wir haben den Prozess ein bisschen modernisiert, eine E-Mail-Adresse eingeben. Da bitte ich darum, dass Sie definitiv ein Ad hinkriegen, ansonsten ist das Ding, glaube ich, noch nicht fehlergesichert. Also das heißt, irgendeine E-Mail-Adresse eingeben, einen Rechnungsbetrag und einen Prozess einfach starten. Der darunterliegende Prozess ist der Originalprozess. Sie können den Prozess dann starten und sollten im zweiten Schritt dann genehmigen oder ablehnen können. Und was wir jetzt bekommen, wenn wir parallel in den Monitor gehen, sollte zumindest bei uns der Fall sein, können wir einmal gucken, wie es momentan aussieht. Jetzt haben wir schon unseren neuen Request bekommen, der ist also drin, jetzt können wir derzeit, das ist der eine, das ist der neue, der steht jetzt momentan seit einer Sekunde dran, steht an dem einen Task und können ihn sofort matchen und sehen. Das heißt, wenn Sie jetzt Ihre Prozesse starten, sollte hier die Liste exorbitant springen. Was wir einfach damit zeigen wollen, ist, dass wir jederzeit in der Lage sind, solche Grenzwerte auch anzupassen. Ich könnte jetzt rübergehen, den Threshold anpassen, könnte sagen, meine Erwartungshaltung ist hier falsch oder der KPI wird falsch gemessen, setzt den Messpunkt um und wir sind in der Lage, das sofort festzuhalten. Das Ganze wird mit einem automatischen Compiler-System gebaut, das heißt also, dieser grafische Baum muss einmal kompiliert und deployed werden in unsere Engine und wird auch dann sofort angenommen. Die Altdaten werden mitgenommen, werden neu interpretiert und Sie bekommen das aktuelle Bild. Ich hoffe, Sie haben mittlerweile, oh ja, ich sehe schon, einige neue Requests gestartet. Wenn Sie die dann ablehnen und annehmen, sollte das jeweils auch funktionieren. Das heißt, Sie sehen dann auch sofort, wo Ihr eigener Workflow war, wo Sie sich das bisher gesehen haben. Und zu guter Letzt zeige ich Ihnen noch die Tabellenansicht unten. Wenn Sie natürlich dann in der Lage sind, mehrere Daten und sonstige Dinge haben, das heißt, Sie wollen irgendwelche fachlichen Daten, Kostenschlüssel hinzumappen oder sonstige Dinge, mappen Sie sich die ein. Wir haben Daten-Values, also das heißt, die grafische Modellierungssprache sollte hoffentlich mittlerweile so mächtig sein, dass Sie in der Lage sind, jeden KPI zu definieren, dass Sie in der Lage sind, Ihre KPIs auszudrücken, Ihre Datenwerte aus den unterschiedlichsten Systemen zusammenzuholen und die dann eben auch hier zur Anzeige zu bringen. Das soll jetzt schon so grob gewesen sein. Ich bedanke mich. Ich glaube, dass es insgesamt für uns ein ziemlich spannendes Umfeld ist, hier im Enterprise-Umfeld als junges Unternehmen Software anzubieten. Ich weiß, dass es einige Unternehmen gibt, die bereit sind, mit uns zu arbeiten. Das ist schön zu sehen. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind noch eine ganze Weile da und würde mich freuen, ein paar von Ihnen später zu sehen. Dankeschön.